Nein, man kann den Dieter nicht in zwei Worte fassen. Irgendwie. Das geht nicht. Es ist zu komplex. Eine Beschreibung von Dieter Schwarz ist tatsächlich gar nicht so einfach. Einen sehr offenen, sehr intelligenten, neugierigen, fokussierten und gleichzeitig offenen Kunstliebhaber. Jemand, der beständig am Suchen ist. Dieter Schwarz ist für mich eine absolute Ausnahmeerscheinung, nicht nur in der Schweizer, sondern auch in der europäischen Museumslandschaft. Dieter Schwarz ist von staunenswerter Schaffenskraft, Produktivität, aber auch Gradlinigkeit, Feinsinnigkeit und Konsequenz. Ich kenne keinen Museumskollegen, der so unberührt ist von Moden, Zeittendenzen, Hypes. So gesehen ist sein Haus eine Art Insel der Glückseligen. Es gibt eine Vielzahl von interessanten Ausstellungen, die hier ganz toll waren. Und Ausstellungen von ganz berühmten Leuten wie Gerhard Richter oder Ellsworth Kelly oder Deakin oder Tuttle. Und es gibt auch Ausstellungen immer wieder von Frauen, Sonia Sekula, Via Selmins, das habe ich unglaublich geschätzt, Hesse, Rita McBride, Marisa Merz. Es ist tatsächlich ein Stück weit die Kunstwelt, die hier Einzug gehalten hat. Dieter Schwarz ist ein guter Freund geworden. Ich weiß gar nicht, wie lange wir uns kennen, vielleicht 20 Jahre. Es kann aber auch länger sein. Und es ist der einzige Mensch, den ich kenne, der kein Handy hat. Und immer, wenn man sein Büro jetzt anfunken will, kommt er um die Ecke. Also es gibt eine intuitive Verständigung, Telepathie. Er hat uns eben die Ausstellung gezeigt, die doch sehr umfänglich ist, und es sind so viele Raritäten dabei, dass man das gar nicht vermitteln kann. Also man muss sich da viel Zeit nehmen, um seine Sichtweise zu erkennen. Also alle anderen machen flashy Verkehrszeichen und große, laute Behauptungen, und er macht es eben ganz anders. Wenn man über die Prägung durch Dieter Schwarz des Kunstmuseums Winterthur reden muss, muss man natürlich ein wenig vorausschicken, dass man erstmal hier auf einem Fundament weitergesammelt hat, das natürlich durch die Reinhardt-Stiftung und durch die großartigen Bilder, die sich in dieser Stadt befunden haben, auf einer Stufe anfängt, die selten irgendwo anders erreicht wird. Und dann ging es natürlich darum, diese Sammlung in die Moderne oder in die Neuzeit fortzusetzen. Und das muss ich sagen, ich kenne keinen anderen Museumsmann, der das mit solch einer Bravour gemacht hat. Und ich denke, dass das Museum eines der wenigen ist, was nach dem Zweiten Weltkrieg so qualitativ hochwertige Werke der zeitgenössischen Kunst gesammelt hat. Es war 2011, als Dieter Schwarz auf mich zugekommen ist. Und es ging darum, im Rahmen des 100-Jahr-Jubiläums des Galerievereins einen größeren Ankauf für das Museum zu tätigen. Der Vorstand wählte Richard Deakin aus. Hier habe ich eine sehr enge Zusammenarbeit mit Dieter erfahren, und das war für mich eigentlich das schönste Eingangsgeschenk nachher als Präsidenten für den Galerieverein. Es freut mich sehr, dass die Skulptur heute hinter mir steht und einen wichtigen Außenplatz vor dem Museum bekommen hat.